Viele Leute glauben, der Staat klaut einem rund die Hälfte von dem Geld, was man verdient. Also wenn man brutto von 3,2 hat, hat man netto von 2,4 und dann zahlt man noch ein paar Mehrwertsteuern und so. Und das war es ungefähr. In Wirklichkeit liegen die Zahlen aber wesentlich höher. Wie hoch genau erfährst du, wenn du dranbleibst? Fangen wir mit der Höhe des echten Bruttogehaltes an. Das ist ganz einfach zu ermitteln. Was meine ich mit echtem Brutto? Ich meine mit echtem Brutto die Kosten, die der Arbeitgeber hat. Also in Zahlen, klar hat er noch Umkosten durch ja, Kündigungsschutz, den gesetzlichen und so. Aber ich meine jetzt die Zahlen, also was er tatsächlich aufbringen muss, um denjenigen zu beschäftigen. Viele glauben, der Arbeitgeber überweist hier das Brutto von 3,2 und da gehen dann ein paar Abgaben runter und dann ist man bei 2,4. Das stimmt aber nicht, weil eben die Kosten für die Sozialabgaben wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung geteilt werden. Das heißt, euer Anteil ist sozusagen, wären hier 800 Euro und der Anteil von eurem Arbeitgeber 800. Naja, im Endeffekt ist es einfach, eine Zwangsabgabe vom Staat und statt der 4.000, die ja euer Arbeitgeber für eure Arbeit bezahlen würde, erhaltet ihr nur 2,4. Aber das Ganze ist noch nicht das Ende. Nun kommen wir noch zum wahren Netto, denn die Produkte, die ihr kauft, enthalten auch noch Steuern und Abgaben und das nicht zu knapp. Wie hoch genau ermitteln wir jetzt? Auf euer Konto überwiesen von eurer Tätigkeit bekommt ihr natürlich dieses Netto hier. 2.400. Das wahre Netto liegt aber nur rund bei der Hälfte. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, warum? Ich habe doch 2.400 Euro. Wie kann das denn sein? Und ich habe sogar geschrieben, dass es maximal die Hälfte ist. Denn alle Produkte, die ihr kauft, enthalten Mehrwertsteuern, mindestens das. Dann, wenn ihr Benzin kauft, zahlt ihr noch eine Mineralölsteuer. Dann zahlt ihr die ganzen Unternehmenssteuern wie Gewerbesteuern und so weiter für die Unternehmen im Prinzip mit. Das Unternehmen hat Angestellte, zahlt diese Sozialabgaben und die trägt am Ende halt der Endkonsument. Das heißt, jede Steuer, die aufgeschlagen wird, zahlt am Ende der Endkonsument und das seid ihr. Und wenn ihr euch denkt, okay, das ist schon richtig bitter, dass man vielleicht ein Viertel oder so übrig hat. Das Ganze ist aber noch nicht das Ende, denn der Staat kann jederzeit willkürlich neue Abgaben erheben, zum Beispiel den Rundfunkbeitrag oder eine Straßenabgabe in Form eines Anwohnerbeitrages. Wenn der Staat sagt, ja, ihr wohnt da an der Straße, und eigentlich wohnt ja jeder an der Straße, ja, dann müsstet ihr jetzt bezahlen, auch wenn die euch gar nicht gehört. Und dadurch, dass der Staat eben beliebig neue Abgaben erschaffen kann, würde ich schätzen, dass die Abgabenlast des normalen deutschen Angestellten bei rund 80-90% liegt. Es ist vollkommen egal, ob er dafür was bekommt. Das ist immer nämlich das Gegenargument. Ja, man kriegt ja dafür Straßen oder eine Rente oder so. Erstens, die Rente wird man nicht kriegen. Und zweitens hat man die Sachen eben nicht bestellt. Und das ist eben der springende Punkt. Es wird einem einfach, ja, geraubt. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Und eine Sache, die noch ganz essentiell ist, ist Inflation. Denn, ja, ich habe jetzt hier Eurobeträge aufgeschrieben. Nur muss man sagen, dass der Euro halt an Kaufkraft verliert, weil, naja, die Zentralbank immer mehr Geld in Umlauf bringt und dadurch halt Kaufkraft verloren geht. Wenn man das noch mit berücksichtigt, dann kann man sagen, das wahre Netto beträgt 1.200 Euro. Es kann aber auch null betragen. Wenn man das Geld auf ein Sparbuch legt, es kommt eine Währungsreform, man kann nicht umtauschen, ist das Geld auch platt. Ja, es kommt eine Währungskrise, es werden irgendwelche Abgaben erhoben, irgendein Staat macht Krieg oder so, die EU lässt sich was Tolles einfallen. Alles, was wir angeblich besitzen, augenscheinlich Immobilien, was auch immer, kann der Staat uns jederzeit wegnehmen. Weniger Steuern wären zwar dem Ganzen vorzuziehen, aber im Optimalfall schafft man das Steuersystem eh komplett ab, weil der Staat sich immer eben mehr bedient an den Leuten und das kann man am Ende des Tages einfach nicht verhindern. Im Idealfall wechselt man direkt auf eine Privatrechtsgesellschaft, wo man eben Eigentum und Verträge hat und alle Sachen, die man in Anspruch nehmen möchte, direkt bezahlt. Also man hat nicht so ein riesiges schwarzes Loch wie bei Steuern, wo man reinzahlt und dann muss man betteln, dass man irgendwas da rauskriegt und dann ist die Leistung auch noch eine einzige Katastrophe. Deshalb Privatrechtsgesellschaft. Und ja, der Staat wird sowieso scheitern mit der Zeit, nur hoffentlich wird er halt durch diese Ordnung ersetzt. Monarchie wäre auch ein Upgrade im Vergleich zum jetzigen, ja, demokratischen System, aber auch das ist noch weiter optimierbar. Wir kicken den Tag in den Arsch, Baby! Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Leute. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.